Kann man mich sehen? Hier. So, das war richtig festgeklemmt. Okay, Freunde, auf geht's. Hi! Ja, hier bin ich mit dem zweiten Vlog. Yeah! Wow! Ja, es ist Nacht, es ist dunkel. Ich fahre von der Arbeit nach Hause und es regnet wie Scheiße. It's raining cats and dogs, würde man in England oder sonst wo sagen. Wahrscheinlich in England. Ja, echt scheiße. Ihr habt jetzt mich mal gefragt, Kaius, ist das nicht gefährlich? Nein, es ist nicht gefährlich. Ich hatte mal damals irgendein Video gemacht, wo ich die Kamera die ganze Zeit so gehalten habe. Das war dann doch gefährlich. Aber jetzt fahre ich kann mich schön hier drauf konzentrieren und laber einfach nur so und gucke manchmal so, ups, nach oben und das war's. Es ist nicht gefährlich. Es ist nicht ungefährlicher, als würde ich mich mit jemandem unterhalten. Das tue ich ja. Quasi. Ja, was habe ich denn zu erzählen eigentlich? Warum habe ich jetzt hier den Vlog gestartet? Gibt es irgendwas Neues zu berichten? Nö, eigentlich nicht. Doch. Naja. Nee, eigentlich gibt es nichts Neues zu berichten. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen quatschen. Hey, wie geht's so? Alles klar. Ich habe jetzt ein neues Let's Play gestartet, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ne? Medal of Honor Pacific Assault von 2004. Inzwischen hat dieses Spielchen schon 10 Jahre auf dem Buckel. Meine Fresse. Was vor 10 Jahren bei mir noch als anders abgegangen ist als heute, das ist der helle Wahnsinn. Nicht der halbe. Der halbe Wahnsinn wäre schon mal. Interessant. Naja, egal. Vor 10 Jahren, auf jeden Fall 2004, kam das Spiel raus und war damals, denke ich, Knaller. Naja, heute ist es unfreiwillig komisch. Also diesen Ego-Shooter kann sich, glaube ich, können sich viele angucken, denn so richtig schlimm ist es nicht. Ich labe auch ziemlich viel Scheiße dazu, erzähle viel Quatsch, weil ich das eigentlich alles gar nicht so ernst nehmen kann. Weil das Spiel einfach schon so old ist, dass es auch mega buggy ist an vielen Stellen. Aber das ist auch wiederum lustig. Naja, ihr könnt es euch ja mal angucken, wenn es euch gefällt. Ja, und genau, es war noch eine Sache. Bitte hört gut zu. Ihr hattet darum gebeten, oder ich hatte anklingen lassen, ich könnte Black Mesa spielen. Hier Half-Life 1 Mod, ein Half-Life 2 Mod, der das Half-Life 1 Spiel, den ersten Teil, neu aufgelegt hat, sozusagen. Kann ich nicht. Es ist zum Reihen. Ich habe es gestern ausprobiert. Ich habe es lange installiert, über 3,5 GB runtergeladen von diesem Spiel. Lass mal gucken. Ja, alles wunderbar. Installiert. Es hat ewig gedauert und dann funktioniert es nicht. Also es lief bei mir. Es lief super. Aber irgendwie wurde es nur im 4:3 Format aufgenommen und man konnte die Auflösung auch nicht ändern. Und dann habe ich es geschafft, die zu ändern und seitdem startet das Spiel gar nicht mehr. Also irgendwie voll scheiße, echt. Mann. Dabei halte ich doch die ganze Zeit Ausschau nach einem guten Spiel, das ich Let's Playen kann, wenn Wizard 101 in die Herbstpause geht. Was ich denn jeden Tag bringe. Na, ich werde schon noch was finden, Leute. Ihr werdet euch hoffentlich dann freuen. Ja. Und ansonsten, vielen Dank, dass ihr immer dabei seid. Ihr seid in letzter Zeit wieder sehr, sehr viel positiver und nicht dauernd so negativ. Das finde ich schön. Das motiviert einen dann doch wieder etwas, sich mehr einzusetzen für alles. Ja, finde ich cool und ich danke euch vielmals an alle treuen Zuschauer. Und ich bin sehr froh, dass ihr mir es nicht so übel nehmt, wie ich immer denke, dass ich nicht so viel mehr zurückschreibe und so, weil es einfach so viel geworden ist. Aber ich lese immer noch jeden Kommentar. Jeden Kommentar. Also passt auf, was ihr schreibt. Ich sage vielen Dank, wofür auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ne, jetzt habe ich ein Foto gemacht. Moment, jetzt ist aber Tschüss. 1, 2, 3 und...